So, hallo, heute möchte ich euch was Besonderes mal vorstellen. Und zwar habe ich von einer Arbeitskollegin, die hat mir gesagt, es gibt sogenannten russischer Trockenfisch oder getrockneter Fisch, gestrocknete Fischstücke. So schaut das Zeug aus. Das gibt es in ja, so speziellen Läden, sag ich mal, wo halt dann gerne Osteuropäer oder Russen einkaufen gehen. Da kriegt man diesen Trockenfisch. So eine Tüte hier, die hat 40 Gramm Gewicht. Wenn man das Ganze dann einlegt in Wasser oder so zu sich nimmt, also das ist eigentlich vom Prinzip her, sind diese 40 Gramm eine komplette Mahlzeit. Diese einzelnen Fischstückchen, so schauen die aus, die sind getrocknet und gesalzen. Das Salz ist ein bisschen ein Nachteil, aber gut. Wenn man die in Wasser gibt oder wie gesagt so zu sich nimmt, quellen die auf. Und das ist also wie gesagt schon hier, diese 40 Gramm sind eine absolut vollwertige Mahlzeit. Ist super sparen vom Gewicht. Wie gesagt, wenn man mal eine längere Tour macht und möchte nicht allzu viel mit sich rumschleppen, kann man das Zeug kaufen und mitnehmen. Ich sage, ein so ein Beutel ist wirklich für einen Erwachsenen vollkommen ausreichend. Ja. So, und jetzt haben wir hier praktisch die verschiedenen Fischsorten. Haben wir einmal Stachelmakrele, dann haben wir einmal Pazifik, Sardellen und einmal Brasse. Und das Ganze gibt man jetzt hier in so einen Topf mit ein bisschen Wasser. Ich nehme jetzt einfach mal von jedem was. So. Und dann mal ein bisschen Wasser dazu tun und das Ganze dann einfach mal ein bisschen ziehen lassen. Und schauen wir mal, ob das was wird. So, die russische Fischsuppe kocht. Jetzt werden wir die gleich mal probieren, mal schauen, ob man das essen kann oder wie das schmeckt. So, der Fisch hat sich jetzt schon ganz gut vollgesogen. Jetzt sieht man hier mal den Vergleich. Jetzt packen wir den mal übers Feuer und kochen das Ganze auf. So, die Suppe ist jetzt fertig und so schaut das Zeug aus. Jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt. Fischig, aber lecker.